herzlich willkommen zu einem neuen Rezept bei Grilled Like Timo. Heute bereiten wir für morgen im Prinzip die Lammkeule vor. Es gibt eine Lammkeule marokkanischer Art. Was wir dafür brauchen, ist logischerweise eine Lammkeule. Ihr solltet sie ausgelöst haben und möglichst lang aufgeschnitten, sodass ihr eine größere Oberfläche habt. Außerdem braucht ihr frischen Rosmarin. Ihr braucht an Gewürzen, hier sind jetzt drin für diese Menge 2 Teelöffel schwarzer Pfeffer, 2 Teelöffel Koriandersamen und ein halber Teelöffel Nelken. Dann habe ich 4 Knoblauchzehen, die abgeriebene Schale von 4 Orangen und noch etwas getrockneten Rosmarin sowie 2 Teelöffel grobes Salz und ihr braucht ein Olivenöl. Das Besondere ist erstmal, ihr müsst den Pfeffer, den Koriandersamen und die Nelken anrösten. Das heißt also, ihr braucht auch eine Pfanne. Dann gebt ihr die Gewürze rein. Die Gewürze bleiben jetzt in der Pfanne, bis sie leicht anfangen zu rauchen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die anderen Zutaten zusammenrühren. Bei den Orangen bitte dran denken, entweder Bio-Früchte nehmen oder wenn ihr konventionelle nehmt, darauf achten, sie heiß genug abzuwaschen, damit eventuelles Wachs oder so gelöst wird von der Schale. So, dann kommt noch Öl dabei. Gebt erstmal etwa 120 ml rein für diese Menge. Ihr müsst gegebenenfalls nachher etwas ergänzen. Das hängt aber davon ab, wie die Konsistenz nachher von der Würzpaste ist. Zwischenzeitlich breiten wir unsere Lammkeule schon mal aus. So. Ja. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Wartezeit. Ich würde sagen, wir schalten einfach wieder ein, wenn wir bei den Gewürzen so weit sind, dass sie anfangen zu rauchen. So, ich gebe zu, ich habe euch angelogen. Ich habe nicht wieder eingeschaltet, als die am Rauchen waren, aber sie mussten ja schließlich auch abkühlen. Wir müssen das Ganze jetzt zerkleinern, also sprich die Koriandersamen, den Pfeffer und die Nelken. Da gibt es 2 Möglichkeiten für. A, den Mörser oder B, kann ich nur jedem, der viel mit eigenen Gewürzmischungen arbeitet, empfehlen. Ist eine relativ günstige Kaffeemühle, die im Prinzip meiner Meinung nach eine der besten Gewürzmühlen ist, die es so gibt. Da packen wir jetzt einfach mal alles rein. Der Duft ist phänomenal. So.
So. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es ist jetzt relativ fein. Wir sind auch relativ spät heute am Abend. Wir brauchen ein bisschen künstliches Licht. Der Grund dafür ist simpel und ergreifend, ich will es keine vollen 24 Stunden marinieren. Denn gerade durch die Nelken kann das Gewürz sonst sehr dominant werden auf dem Fleisch. Wir haben jetzt 8 Uhr abends. Ich mache es jetzt ungefähr so für morgen Mittag 13 Uhr. Man kann jetzt darüber streiten, ob jetzt ne, 20 Stunden, 24 Stunden. Ich persönlich muss einfach sagen, ich hatte es mal etwas mehr wie 24 Stunden und ich fand, es wurde zu intensiv. Jetzt haben wir auch den Fall, den ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen also noch etwas Olivenöl. So. Wir werden jetzt einfach das Fleisch mit der Paste bestreichen und dann darauf verteilen. Die Gewürze sind relativ intensiv, das heißt also, es wird sich auch nachher noch einigermaßen gut verteilen auf dem Fleisch. Ihr müsst also nicht Panik haben, wenn jetzt in jeder Ecke irgendwas ist. Oder besser gesagt, wenn in jeder Ecke nicht irgendwas ist. Wenn nicht in jeder Ecke etwas ist. Jetzt haben wir es richtig. Diese etwas fettere Seite ist morgen die, die als erstes auf den Grill kommt. Von daher eventuell auch gar nicht so viele Kräuter drauf tun, denn gerade die Seite, die als erstes scharf angebraten wird, könnt ihr sehr schnell sonst das Problem haben, dass euch die Kräuter verbrennen und ihr dann einen Geschmack habt, den ihr so in der Art vielleicht nicht ganz haben wolltet. Wenn ihr dann abschätzen könnt, wie viel ihr noch habt, verteilt ihr einfach den Rest auf der Innenseite. So. So, wie vielleicht die meisten wissen, Lamm und Rosmarin sind eigentlich mit die besten Freunde, die es gibt. Das heißt, wir nehmen jetzt etwas frischen Rosmarin, einfach im ganzen Stängel und verteilen den ein bisschen im Fleisch. Dann nehmt ihr einfach die Keule und wickelt sie so zusammen. So. Im Prinzip sind wir für heute jetzt schon fertig. Was ich gleich noch machen werde, die Lammkeule kommt noch eng eingewickelt in Frischhaltefolie, damit die Gewürze schön alle andrücken. Alternativ könnt ihr sie auch vakuumieren. Die Marinade ist trocken genug, um das zu machen. Also das ist im Prinzip euren eigenen Vorlieben überlassen. Legt sie anschließend bitte wieder in den Kühlschrank. Und ich würde sagen, dann grillen wir das gute Stück morgen zusammen. So, ein neuer Tag. Dasselbe Rezept. Es geht weiter. Als Strafe dafür, dass wir gestern im Dunkeln angefangen haben, wird es heute gar nicht richtig hell.
Aber unser Lamm hat jetzt lang genug mariniert. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir den Rosmarin raus. Der Grill läuft schon mal im Moment mit allem, was er kann. Volle Power. Jetzt nehmen wir unsere Päckchen. Was jetzt kommt, ist im Prinzip einfach, wir nehmen erstmal nur den Rosmarin, den wir mit reingewickelt haben. Den nehmen wir jetzt raus. Wir haben im Prinzip einmal die aufgeschnittene Fleischinnenseite und einmal die, wo etwas mehr Fett dran ist. Die fettigere Seite kommt gleich auch erstmal auf dem Grill nach unten. Ich gebe zu, ich will mir nicht den Griff versauen. So. Wir machen den Deckel zu. Das Ganze wird jetzt ungefähr 8 bis 10 Minuten scharf angebraten. Wir drehen dann gleich zusammen. 9 Minuten sind um. Was ich eben vergessen habe zu sagen, nach 1 bis 2 Minuten habe ich die Brenner ein bisschen runtergedreht, dass wir auf kleinere Hitze kommen. Beim Kohlegrill dementsprechend eher eine indirektere Zone nehmen. Was wir jetzt machen, ist, wir drehen das Ganze. Das Ganze sollte jetzt ungefähr so bei 180 bis 200 Grad im Ofen garen. Wir garen es heute wieder nach Kerntemperatur. Beim Lamm müsst ihr so ein bisschen davon ausgehen, von knapp unter 60 bis knapp über 70 geht die Spanne von Medium, also dieses rosa Kern, bis zu durchgebraten. Wie ihr es am liebsten habt, müsst ihr halt entscheiden. Dementsprechend halt eher entweder Anfang 60 oder Anfang 70 gehen. Das ist euch vollkommen überlassen. Wir werden heute so in etwa auf 65 Grad gehen. Ich packe die Sachen allerdings danach in die Alufolie auch nochmal kurz ein, wo immer nochmal die Temperatur um 1, 2 Grad steigt. Oder aber natürlich nachher auch wieder das Fleisch sich entspannt, weil die Säfte sich wieder etwas mehr verteilen. Wir gucken gleich einfach zusammen, wir holen es runter und dann könnt ihr sehen, wie es aussieht. So, gerade eben nachgemessen, wir sind jetzt bei um die 65 Grad. Wir holen jetzt das Fleisch runter. Legen es einfach zusammen. Nur eine nehmen. So, das Fleisch kriegt jetzt 5 Minuten Zeit zum Ruhen und dann schneiden wir das Fleisch an und schauen mal, wie es geworden ist. So, unser Fleisch hat geruht. Wir schauen es jetzt mal an. Ihr müsst bitte bedenken, die Keule ist ja nicht überall gleichmäßig groß. Das heißt also, ihr werdet zwangsläufig haben, dass die dünneren Stücke
etwas mehr durch sind als der härtere Kern. Dickere Kern. Ihr könnt sie im Prinzip natürlich auch zerlegen und damit etwas gleichmäßige Höhe schaffen. Alternativ könnt ihr es so lösen wie ich und einfach einem Teil eurer Familie beibringen, es lieber ein bisschen mehr durchzuessen. Das ist vollkommen euch überlassen, wie ihr es machen wollt. Ja, ich hoffe, man kann es sehen. Richtig schön saftig, ist innen drin auch noch ganz leicht rosa. Böse Zungen sagen ja immer, ich würde mal ein Stück probieren. Ich sage, ich weiß auch warum. Super lecker. Ich kann an der Stelle nur sagen, wenn ihr Fragen habt, sprecht mich einfach an. Schreibt mir eine E-Mail. Ansonsten sage ich viel Spaß beim Nachgrillen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.